Ja, toll, dass wir hier sein können. Genau, ich bin Florian Egermann, ich bin Künstler und Aktivist, wohne in Köln und habe mit Wie leben wir e.V. damals das Projekt Kasimir ins Leben gerufen und bin so auch, wir als Wie leben wir sind auch mit der größeren Bewegung der freien Lastenräder und der Ausbreitung involviert. Genau, ich bin Hans Morbach. Ich bin seit circa 2 Jahren in unserer Marburger Lastenrad-Initiative Freie Lasten aktiv und bin vor circa 1 Jahr dann auch zu Commons Booking gerutscht, also der Software, der diesen ganzen Lastenradverleih koordiniert. Aber da erzählen wir euch ja noch was drüber. Genau, ich starte mal mit dem Szenario, in dem wir uns befunden haben in 2013 in Köln. Und wo wir, glaube ich, immer noch total drin stecken, nämlich, dass die Städte stinken, dass die vollgestellt sind, dass wir einfach viel zu viel Platz den Autos zur Verfügung stellen. Und wir saßen damals zusammen als Gruppe und haben uns überlegt, was können wir da machen oder gibt es überhaupt eine Lösung, denn bestimmte Sachen müssen ja transportiert werden. Und da kamen wir relativ schnell auf die Lösung, ja, es gibt eine alternative Transportmöglichkeit und das sind diese wunderbaren Lastenräder, wie ihr hier seht. Das ist unsere Flotte von vor ein paar Jahren. Damals war aber ein großes Thema, dass man in ganz Köln kaum Lastenräder gesehen hat. Man konnte in keinem Fahrradladen in Köln irgendwie ein Lastenrad probefahren oder anschauen oder sowas. Das gab es einfach überhaupt nicht. Also Sichtbarkeit war damals ein Riesenthema. Und das Zweite, was wir natürlich auch machen wollten, um die Städte tatsächlich zu entlasten, wir können es nicht nur sichtbar machen, wir müssen es auch noch zugänglich machen für die Leute. Also irgendwie, wir müssen schauen, dass möglichst jeder, jede irgendwie Zugang haben kann zu so einem Lastenrad. Und deshalb haben wir 2013 Kasimir dein Lastenrad gegründet. Das hier seht ihr unsere Webseite. Ihr seht auch, dass wir schon, du kannst hier irgendwie auf der linken Seite ausleihen, klicken und so weiter. Es ist ein Buchungskalender hinterlegt, kannst maximal 3 Tage am Stück so ein Rad ausleihen. Aber wir haben auch irgendwie hier Stadtraum zurückerobern, ganz weit vorne mit platziert, weil wir uns natürlich als ein politisches Projekt auch sehen. Also wir wollen was verändern in der Stadt und das tragen wir entsprechend auch nach vorne. Genau, wir sind 2013 gestartet mit genau einem Rad, eben jenem namengebenden Kasimir, hier so im Anschnitt. Genau, und das Projekt ist sehr gut angenommen worden, kann ich sagen, erstmal. Und es gab positive Presseartikel darüber auch und über kurz oder lang haben sich dann andere Initiativen auch bei uns gemeldet und haben gesagt, ey, ist ein super Projekt, wir würden gern was Ähnliches machen. Wir natürlich waren natürlich ganz begeistert davon und haben dann angefangen, mit anderen Initiativen zu reden und zu gucken, wie können wir auch unsere Buchungssoftware irgendwie denen zur Verfügung stellen und genau, sind da in ganz viele Kooperationen mit anderen Initiativen gegangen. Und haben im Zuge dieser Kooperation auch nochmal so für uns auch festgeschrieben, was machen wir denn da eigentlich? Was ist denn eigentlich unsere politische Richtung? Was ist denn eigentlich unser Prinzip, was wir da fahren? Und dann sind wir auf den Begriff freies Lastenrad gekommen. Und was wir machen ist, wir machen das ein nachbarschaftliches Verleihsystem. Das heißt, wir machen kein Free-Floating oder sowas, sondern wir gehen wirklich in die Nachbarschaften und das Lastenrad, das steht dann bei deinem Lieblingscafé, das steht in der Bibliothek, das steht am Bürgerzentrum. Gerade am Anfang haben wir uns auch echt bemüht, wertige Stationen zu finden, wo wir dachten, die sind auch cool. Da wäre es mal toll, wenn da Leute hinkommen. Und das war auch das Feedback von den Stationen dann. Hey, da sind jetzt mal ganz interessierte Leute gekommen irgendwie bei der Freiwilligen Werkstatt und die haben dann neue Leute gewonnen und so. Also nachbarschaftlich einfach, wir machen tageweise Ausleihe, wir machen es ganz unkompliziert. Du musst uns ganz wenige Daten auch nur geben. Wir vertrauen dir, wir vertrauen euch, dass ihr mit den Rädern gut umgeht. Wir machen es kostenfrei, das ist auch eine wichtige Sache. Also du kannst, wenn du möchtest, kannst du bei uns spenden. Wenn du die Leute fragen dann ja, wie viel soll ich denn? Dann sage ich, ja, so viel wie du denkst. Wir haben keine Empfehlung. So, wir sagen, wenn euch das Projekt gefällt, wenn ihr denkt, es sollte weiter bestehen, dann spendet was, damit es weiter besteht.
Und auch ganz wichtig, wir wollen natürlich ein Impulsgeber sein. Wie ich anfangs erwähnte, damals gab es einfach ganz wenige Lastenräder in Köln. Genau, und ich habe vorhin erwähnt, es gab diese Kooperationen und die haben dann in einer ersten Konferenz gemündet, die wir veranstaltet haben, nachdem so viele Anfragen kamen. Und dann saßen wir da plötzlich mit 80 Leuten in Köln und das war ein wunderbares, ja, war eine super Atmosphäre. Es hat mich so ein bisschen auch an hier erinnert, dass man das Gefühl hatte, ey, wir haben eigentlich so ziemlich alle ein Ziel oder sowas und verständigen uns darüber, wie man das am besten erreichen kann. War eine super Konferenz. Und aus dieser Konferenz raus ist dann auch so ein Verbund geworden von unabhängigen Initiativen. Wir haben ein jährliches Netzwerktreffen, das war das erste da bei uns in Köln. Und wir haben auch gewählte SprecherInnen, die das Netzwerk vertreten, wenn so Presseanfragen oder sowas kommen. Genau, und hier ist jetzt eine bisschen, wie soll man sagen, großspurige Animation, aber das ist, glaube ich, ich feiere das auch immer. Wir sind von einer Initiative, ganz links der Kasimir, wir sind jetzt bei 167 Initiativen, die meisten im deutschsprachigen Raum. Aber wir haben auch in der UK einen, wir haben in Schweden eine und noch ein paar anderen europäischen Ländern. Genau, und das ist meine Lieblingsfolie. Das zeigt so ein bisschen, wenn euch der Begriff freies Lastenrad noch nie begegnet ist, dann hat das auch damit zu tun, dass wir nämlich total auf diese hyperlokalen Marken setzen. Das heißt, in Köln ist es Kasimir, hier in Berlin ist es Flotte, was ihr vielleicht schon mal kennt. In jeder Stadt heißt es anders. Manche nennen sich auch freies Lastenrad, aber es muss auch nicht sein. Entschuldigung, meine Stimme verletzt mich gerade so ein bisschen. Genau, aber jede Initiative hat die Freiheit und auch so ein bisschen die Aufgabe, selbst ein Logo zu gestalten und dann kommt halt diese wunderbare Tapete am Ende bei raus. Genau, Gründe für die Verbreitung aus unserer Sicht waren irgendwie, die Leute, Initiativen brauchen Werkzeuge, um es umzusetzen, also Buchungssysteme. Die brauchen das Wissen. Wir müssen das Wissen, was wir angesammelt haben in Köln und was gemeinsam crowdsourced quasi gesammelt wird, müssen wir irgendwo sammeln. Und wir brauchen natürlich die Community. Wir müssen irgendwie zusammenkommen. Und diese drei Sachen haben wir dann relativ schnell sind wir angegangen und haben unsere Buchungssoftware, über die Hans gleich noch mehr sprechen wird, veröffentlicht. Haben ein Wiki eingerichtet online, dein-lastenrad oder Commons Cargo Bikes. Und genau, haben unsere jährliche Konferenz gemacht. Genau, und das sind jetzt so ein bisschen unsere internen Gründe, warum wir denken, dass es so geil gewachsen ist. Aber es gibt auch noch ein paar Wege oder so, wie wir ein bisschen unintuitiv, dass das so gut funktioniert hat und dass wir so gut gewachsen sind. Entschuldigung, meine Stimme, aber ich übergebe jetzt einfach weiter an Hans. Genau. Bei der Frage, warum haben wir überhaupt ein neues Buchungstool entwickelt? Weil die Frage kann man sich durchaus stellen, es gibt doch schon hunderte Buchungstools für alle möglichen Zwecke. Also es gibt Buchungstools für Termine, es gibt für Bücher, für Bibliotheken der Dinge, für Fahrräder und für Autos, keine Ahnung, für Flüge und für Bahnfahrten, da gibt es kommerzielle Lösungen, da gibt es Open-Source-Lösungen, da gibt es Software-as-a-Service-Angebote, komplette Web-Apps. Also eigentlich, wenn es eine Software nicht mehr bräuchte, dann sind es Buchungstools. Und dann kann man natürlich auch die berechtigte Frage stellen, als wir das damals gegründet haben, warum habt ihr nicht sowieso schon eins der auf dem Markt existierenden Tools für den Fahrradverleih genommen? Also ich muss ja nur mal auf mein Handy gucken, da habe ich schon mehrere verschiedene Apps für irgendwelche Mikromobilitätsanbieter. Und ja, das hat verschiedene Gründe und ist mit einem der Grundvorstellungen der Bewegung verflochten. Und zwar, das ist diese Grundvorstellung zentral oder dezentral. Dezentralisierung ist nämlich der wesentliche Unterschied einerseits von der freien Lastenradbewegung, aber auch von Commons Booking zu dieser herkömmlichen Fahrradverleihsoftware. Die meisten MikromobilitätsanbieterInnen, wie ihr auch die Apps auf eurem Handy habt, erfinden das Rad zwar auch nicht neu, also sie kaufen Software ein, um diesen Verleih zu koordinieren. Es gibt so eine Firma, bei der ca. 100 dieser sogenannten MikromobilitätsanbieterInnen Kunden sind. Das heißt, die App für dein Leihfahrrad, dein Lastenrad oder deinen E-Scooter greift meistens auf diesen einen zentralen Server zu. Und falls euch schon mal aufgefallen ist, dass die meisten Sharing-Apps irgendwie ähnlich aussehen, das ist einer der Gründe.
Zentral anders ist aber bei uns, dass die Initiativen keine App oder Ähnliches brauchen. Das heißt, Commons Booking wird von den Initiativen selber als Plugin aufgesetzt. Die Initiativen gestalten darüber hinaus auch Commons Booking aktiv mit. Also das mit dieser aktiven Mitgestaltung, damit haben wir ehrlich gesagt erstmal nicht gerechnet. Als wir den Initiativen das Tool angeboten haben, so nach dem Motto, hey, hier ist ein Werkzeug, mit dem ihr vielleicht noch nie gearbeitet habt, wir stellen euch mal hier die Dokumentation zur Verfügung, viel Glück, kam dann von den Initiativen relativ schnell so die Antwort, ey, cool, super System habt ihr da gemacht, wir haben da mal ein paar Verbesserungen in Code umgesetzt, die laufen jetzt auch schon auf unserer Webseite, hier ist unser GitHub, liebe andere Initiativen, installiert euch das mal. Das heißt, die Initiativen wurden von den UserInnen relativ schnell zu den Menschen, die dann auch die Software von Grund auf mitgestaltet haben. Das ist ja eigentlich so das klassische Open-Source-Commoning-Prinzip, übertragen jetzt aber auf das Management von Commons, also von diesen Lastenrädern, als so eine soziale Praxis. Und dass sich das Werkzeug zu dem emanzipiert hat, was es heute ist und auch für verschiedene andere Arten von Commons nutzbar ist, ist einzig und allein eigentlich der Community zu verdanken. Genau, das ist der Aspekt, der auch den vorher existierenden Buchungstools fehlte, nämlich dieser Fokus auf Commons. Existierende Tools werden auch meistens mit irgendeinem Bezahlsystem in Verbindung gebracht. Darum ging es uns ja nicht. Es ging uns um Commons und um Commons alleine. Das heißt, unsere Software wurde dann zu einem Common für Commons. Ja, wir haben uns auch schon relativ früh für WordPress entschieden. Warum WordPress? Naja, mit einem Marktanteil von ca. 43% läuft sowieso schon ein sehr großer Teil der Webseiten im Internet auf WordPress. Also für viele soziale Initiativen, Graswurzelbewegungen, Vereine, Projekte und so ist WordPress einfach die offensichtliche Wahl. Einige Hosting-Anbieter bieten ja auch schon einfach vorgefertigte Pakete an, um WordPress direkt nutzen zu können. Und darüber hinaus bieten wir noch, upsala, nein, das wollte ich nicht. Darüber hinaus bieten wir noch oberhalb von WordPress so eine Art Standard-Theme an. Das heißt, Initiativen können, wenn sie sagen wollen, hey, ich will schnell einen Lastenradverleih organisieren, mir aber um das Design nicht so viel Sorgen machen, innerhalb von weniger Stunden einfach so eine Webseite und einen Verleih einrichten. Ja, und zwar können sich dann aber auch, weil es halt eben WordPress ist, die Initiativen einfach im Nachhinein noch entscheiden. So, ich würde das jetzt gerne anpassen. So konnten sich dann die Initiativen komplett eigenständig entwickeln und sich natürlich auch optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen. Und es passt auch ganz gut zum Modell dieser Graswurzelbewegung. Und dazu sollte man vielleicht auch noch sagen, wenn ich meine eigene Initiative gestalten kann und das alles genau so machen kann, wie ich mir das vorstelle, dann macht es auch einfach viel mehr Spaß, seine Initiative nach den eigenen Vorstellungen aufzubauen. Weil viele Ehrenamtliche stecken ja extrem viele Stunden ihrer Arbeit da rein. Und wenn das keinen Spaß macht, dann wäre das fatal. Ja, wie kann diese konkrete Art von lokalen Marken aussehen? Also ihr habt ja von Flo diese Logotapete schon gesehen, so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie divers diese verschiedenen Initiativen aussehen können. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das bei Commons Booking aussieht. Hier haben wir zum Beispiel Commons Booking im Einsatz auf der Webseite von unserer Marburger Lastenrad-Initiative. Marburg ist ein kleineres Städtchen mit auch einigen Orten im Landkreis drumherum. Das heißt, wir haben hier so eine große Karte mit eingebaut und noch separate Unterseiten für die verschiedenen Stadtteile. Wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, Lastenrad-Initiative auf Usedom gründen würde, wäre dieses Design komplett Overkill. Da brauche ich vielleicht eine kleine Seite, einen kleinen Punkt. Genau. Es gibt aber auch Initiativen, die nutzen unsere Software auch nicht nur für den Verleih von Lastenrädern, sondern auch für ganz andere Zwecke. Hier haben wir zum Beispiel eine Initiative, die einen Verleihladen macht. Da kann ich hier mir einen Schokobrunnen ausleihen. Und die organisieren auch ihren gesamten Verleih über Commons Booking. Oder einen Verein, der hauptsächlich Rollstuhlrennen veranstaltet in seiner Hauptzeit. Und dann haben sie gesagt, oh, wir würden gerne noch hier in der Lage sein, Rollstuhlrampen zu verleihen. Dann konnten sie einfach dieses Plugin installieren und innerhalb von wenigen Klicks quasi so einen Verleih zusammenstellen. Der Plugin-Charakter dieser Software hat dann halt jetzt auch den Vorteil, dass er einfach aufgepfropft werden kann. Ja, und wie sich dann die Initiativen wachsen und verändern und auch verschiedene Initiativen diese Software nutzen, verändert sich auch die Software mit ihnen. Also diese Menschen, die hier den Verleihladen gründen, tragen regelmäßig viele Sachen in Commons Booking bei. Wir können die dann auch einfügen. Die leisten sowohl inhaltlich Informationen, was fehlt noch, aber veröffentlichen auch selber Code, den wir damit reingeben können. Natürlich gibt es Beschränkungen, also es wollte auch nicht unser Ziel sein, aus Commons Booking die eierlegende Wollmilchplattform zu machen. Wir hatten zum Beispiel letztens, da kam eine kleine Dorfbibliothek auf uns zu, ob sie nicht den Verleih mit Commons Booking machen, sondern haben wir gesagt, guckt euch mal lieber Bibliothekssoftware an, das ist vielleicht besser für euren Zweck geeignet. Ja,
Aus diesen ganzen Anregungen heraus wuchs dann Commons Booking zu dem Tool, was es mittlerweile ist. Mittlerweile seit 2021 in der Version 2, wo ich dann auch mit eingestiegen bin. Da wurden dann all diese Änderungen reingebracht, die aus der Community kamen und in ein schnittigeres Paket geschnürt. Ja, dritte Prämisse der freien Lastenradbewegung, und die lässt sich eigentlich auf alle Commons-Initiativen übertragen, ist, dass am Anfang steht immer ein Bedürfnis der Menschen. Das heißt, die Commons-Bewegung im Allgemeinen und damit auch die freie Lastenradbewegung sind damit erstmal nicht an diese Marktlogik gebunden, da wo es einen Markt dafür gibt. Das hat also nichts mit einer Firma zu tun, die irgendwie Marktforschungsanalysen anstellen muss, sondern um den lukrativsten Markt zu berechnen, sondern die Menschen vor Ort äußern ein Bedürfnis. Und wie zeigt sich das am besten? Wir haben mal so eine kleine Karte vorbereitet von dem Vergleich der deutschlandweiten Abdeckung zwischen dem größten Bikesharing-Anbieter, den ich jetzt mal hier nicht genauer nenne, und den Initiativen unter dem Forum Freie Lastenräder. Klar, ist ein bisschen provokativ, dieser Bikesharing-Anbieter hat viel mehr Fahrräder als wir, aber man kann auch mal ganz schön sehen, dass die freien Lastenräder sich quasi da ausbreiten können, wo auf dem Land häufiger so Mobilität gefordert wird. Also wenn man hier in Berlin guckt, wo sich die Mikromobilität-Startups gegenseitig auf die Füße treten und der fünfte E-Scooter schon um die Ecke steht und dann auf dem Land nichts ist, da können die Menschen in den ländlicheren Regionen auch in den Genuss von diesen Mobilitäts-Sharing-Angeboten kommen. Ja, ein zweiter Aspekt, der sofort auffällt, ist, wenn man sich die freien Lastenräder anguckt, ist, dass es mit signifikant weniger Vandalismusproblemen zu tun haben. Also so klassisch rechnet man bei kommerziellen Mobilitätsanbietern mit so einer konservativen Schätzung an Verlust von etwa 10% der Flotte durch Vandalismusausfälle. Dabei ist bei der freien Lastenradbewegung gerade dieser persönliche Kontakt und dieses Gefühl von, das ist eine Bewegung, die kommt von unten und irgendwie nicht von oben. Die ist für alle da, die können alle nutzen. Und es spielt dabei sicherlich eine signifikante Rolle, dass kaum Lastenradbewegungen so krasse Vandalismusprobleme haben wie diese Mikromobilitätsanbieter. Ja, zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie kann ein Netzwerk aus unabhängigen Initiativen zum größten Sharing-Anbieter von Lastenrädern in Deutschland werden? Klar, niemand von uns kann die Zeit zurückdrehen und sagen, wie wäre es, wenn wir dies oder jenes gemacht haben. Aber wir haben da so ein paar Vermutungen. Einerseits geben wir nicht nur das Wissen und die Werkzeuge weiter, sondern die Community formt es auch aktiv mit. Dann können sich die Marken eigens entwickeln und es verkommt nicht zu so einem Einheitsbrei. Und wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist, dass es auch am Anfang erstmal keinen kommerziellen Markt gab. Deshalb konnten die Initiativen hier quasi die Pionierfunktion übernehmen. Und dadurch, dass wir auch zuerst auf dem Markt waren, konnten wir anderen zeigen, dass Lastenräder auch ein nützliches Werkzeug in unseren Städten sein können. Und klar, da sind jetzt auch natürlich kommerzielle Anbieter mit auf dieses teilweise von uns geschaffene Bedürfnis oben drauf gehüpft. Und deshalb diskutieren wir auch immer in den Forum Freie Lastenräder, ob die freien Lastenräder und kommerziellen erfolgreich koexistieren können. Weil Commoning steht ja eigentlich so ein bisschen in einem widersprüchlichen Verhältnis zu einer Marktlogik. In einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft werden also Commons immer so ein bisschen Reibungspunkte mit einer Marktlogik haben. Einfacher ausgedrückt, die Menschen, die da die Zeit reinstecken, brauchen auch Zeit und Geld. Und wenn sie einen Gewinn darin sehen, sie müssen halt einen Gewinn darin sehen, in ihrer Freizeit dieses Gemeinwohl voranzubringen. Und wir versuchen halt mit dieser Plattform und der Wissensweitergabe und einer gut gelaunten Community, das den Initiativen so einfach wie möglich zu machen. Ja, und vielleicht ist das ja auch unser Erfolgsrezept. Genau, wenn ihr euch einbringen wollt, wir haben einerseits einen GitHub für Commons Booking. Ihr könnt euch natürlich auch das Handbuch einsehen und uns Feedback stellen. Hier unten sind auch nochmal unsere E-Mails. Genau. Hast du noch was? Gibt es noch Fragen? Bitte. Oder? Können wir ein Mikro rumgeben? Oder vielleicht einfach die Frage wiederholen? Okay. Also die Frage war, wie sich die gewöhnliche Initiative finanziert. Das basiert schon auf Spenden. Also für uns in Köln kann ich konkret sagen,
Wir haben den Kasimir über eine Förderung angeschafft und seitdem finanziert sich das Projekt über Spenden tatsächlich. Wir wachsen nicht so schnell wie andere, zum Beispiel hier in Berlin, wer das verfolgt hat, die sind ja komplett durch die Decke gegangen, die haben mehr als 200 Räder. Es gibt Initiativen, die ganz tolle Arbeit machen und neue Fördergelder und Kooperationen mit der Stadt, mit Bezirken und sowas anzustoßen, damit neue Räder dazukommen, die das dann auch wiederum die Räder finanzieren oder die Patenschaften übernehmen für die Räder zum Beispiel. Dann zahlt die Initiative quasi jetzt nicht die Reparaturen, sondern eben der Bezirkspate, die Bezirkspatin. Genau, aber eigentlich haben wir es von Anfang an so gedacht, wie können wir das mit möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Geldaufwand vor allem auch irgendwie ein Modell schaffen, was dann auch am Leben bleibt und was jetzt nicht ständig Geld erfordert, um zu laufen. Ja, ich würde auch gerne nochmal nachhaken. Also es ist ja irgendwie immer so, dass es ganz viele Geldtöpfe gibt, die halt nicht so richtig genutzt werden. Und inwieweit vernetzt ihr euch denn da oder inwieweit habt ihr denn da jetzt so ein Fundus an Wissen, das ihr weitergeben könnt an gerade Organisationen, wie das halt funktioniert? Genau, also vielleicht könnt ihr das ein bisschen darstellen, was ihr da so gestartet habt. Also die Frage war, glaube ich, nach Hilfe oder Wissen, um Fördertöpfe und um an Fördertöpfe ranzukommen. Kann man das so? Ja, also ich glaube, das ist, die meisten Förderungen tatsächlich sind ganz lokal beheimatet. Es gab mal eine ganze Runde oder eine ganze Reihe von Initiativen, eine, da wart ihr auch dabei mit Freie Lasten, die haben über den eine Bundesförderung quasi, die haben eine Bundesförderung gekriegt. Aber die meisten Förderungen, würde ich jetzt sagen, sind dann eher von lokaler Seite, direkt in deiner Stadt oder in eurem Landkreis, dass es da irgendwie Förderungen gibt. Was ich jedem nur ans Herz legen kann, wenn ihr da was starten wollt, es gibt gerade ganz viele neue KlimamanagerInnen in den Kommunen, die jetzt eingestellt wurden und die teils händeringend nach Projekten suchen. Die rufen bei uns irgendwie an, da gab es mal so eine Schwemme jetzt diesen Sommer, dass ganz viele angerufen haben und gesagt, wir müssen jetzt ein Lastenradprojekt, wir haben doch gehört, sie machen da sowas und so. Und dann sagen wir, ja, eigentlich braucht ihr ein Team. Ihr habt das Geld, ihr braucht eigentlich das Team, was das machen will. Letzte Frage bitte. Wer war zuerst? Okay. Wo ist die Karte, die ihr hattet? Weil ich habe gesehen, im Ruhrgebiet sind relativ viele Initiativen. Ja. Wo finde ich die Karte? Weil auf eurer Webseite habe ich das jetzt irgendwie auf die Schnelle nicht gefunden. Die Karte der Initiativen. Genau. Ja. Genau. Die Initiativen in meiner Umgebung. dein-lastenrad.de. Ja, guck ich nochmal. Magst du noch schnell fragen? Ja, vielen Dank erstmal, das ist sehr inspirierend. Mich würde noch interessieren, bei euch funktioniert, auch wenn ich es richtig verstanden habe, das Booking vor allem darüber, dass zum Beispiel ein Laden die Organisation übernimmt. Also wenn ich das jetzt buche, dann geht es im Laden, die geben mir den Schlüssel oder so. Mhm. Ist es für euch eine Option, da zu versuchen, das zu automatisieren, was dann vielleicht eher so ein kritischer Ansatz gleichkommt? Oder widerspricht das dann sozusagen den Ideen, dass man so sehr verbunden mit der Aktion ist und es weniger vandalistisch ist? Zwangsläufig nicht. Also es gibt eine Lastenradinitiative in Freiburg, die das wirklich macht, mit 24/7 automatisierten Stationen, wo du auch über eine App das ausleihen kannst. Und die haben auch, ich habe mich mit denen unterhalten, die meinten, die hätten jetzt nicht so super viele Probleme mit Vandalismus. Also eher, dass die Leute vielleicht nicht merken, dass irgendwas mit dem Rad nicht so richtig ist, wenn sie es zurückgeben, weil dann halt keine Person da ist, die das nochmal prüft. Aber da gibt es durchaus auch positive Erfahrungsberichte. Ich bin selbst auch Station in Köln und es ist einfach auch toll, Leute kennenzulernen und wir machen ja auch so ein bisschen mehr. Ne? Die Leute kommen her, sind noch nie ein Lastenrad gefahren, dann machst du mit denen eine kleine Runde und so und erzählst, wie es funktioniert. Also ich glaube, das ist schon, also für mich zumindest ein zentraler Punkt,
wir würden jetzt natürlich auch nicht, wir sind ja nicht die in Köln die Könige des freien Lastenrades, sondern sehr umgekehrt, wenn eine Initiative sagt, wir würden gerne diesen Ding machen und die es machen wollen, dann können die das auch machen. Wir sind nicht, solange dieser nachbarschaftliche Gedanke noch mit drin bleibt, irgendwie, überhaupt kein